Hallo zusammen, ich hoffe, es geht Ihnen allen gut. Wir treffen uns heute, um die 7 besten Touch-Tablets zu entdecken, die es derzeit auf dem Markt gibt. Aber bevor wir fortfahren, erinnere ich Sie daran, dass Sie alle Produkte in der Beschreibung verlinkt finden können. Vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren und auf die Benachrichtigungsglocke zu klicken, damit Sie keine Hightech-News verpassen. Auf geht's, Freunde! Entdecken wir die 7 besten Touch-Tablets 2021. Das Tab 4 gilt als Familientab, das vor allem dank seiner Ergonomie und Solidität für alle Altersgruppen geeignet ist. Und Lenovo macht damit noch nicht Schluss. Mit einem 10 Zoll Bildschirm ist die Immersion vollständig und alle Familienmitglieder können einen Account haben. Für die jüngsten Familienmitglieder kann das Tablet durch optionale Erweiterungen an Kinder angepasst werden. In Sachen Leistung gibt sich Lenovo große Mühe. Dank Dolby Atmos Technologie ein Tablet mit einem qualitativ hochwertigeren Klang anzubieten. Fortschritte gibt es auch bei der Leistung des Tablets. Der Quad-Core 64-Bit Snapdragon-Prozessor ist in der Lage, jede Anwendung ohne jegliche Verlangsamung auszuführen. Schließlich ist die Autonomie nicht zu überbieten und ermöglicht eine kontinuierliche Nutzung von 20 Stunden. Sie werden es verstanden haben, mit seinen 500 Gramm ist es Lenovo gelungen, fast perfekt die Leistung zu mischen, die notwendig ist, um ein professionelles Tablet wie ein Familientablet zu werden. Asus bringt eine gelungene Mischung aus Tablet und einem kleinen Notebook für jedermann. Es ist etwas größer als der Durchschnitt und bietet einen 13 Zoll Bildschirm in Full HD, der eine gute Bildqualität ermöglicht. Hier ist man jedoch näher am Computer als am Tablet. Sein Intel Core i7 Prozessor garantiert eine mehr als zufriedenstellende Leistung. Mit der Grafikkarte und der Speicherkapazität von 250 GB können Sie jede Anwendung und jedes kleine PC-Spiel ausführen. Es ist ideal für Studenten oder Berufstätige, die sich für ihre Arbeit bewegen müssen. Das ZenBook wiegt nur 1,1 Kilo und bleibt damit das derzeit dünnste Ultraportable der Welt. Dies ist ein konvertierbares Tablet mit einem 12,3 Zoll Bildschirm und einer sehr hohen Auflösung 3000x2000 Pixel ermöglicht er die 4K-Wiedergabe. Man könnte fast den Eindruck haben, vor einem Retina-Bildschirm zu stehen. Auf der Prozessorseite gibt es je nach gewählter Variante eine i5 oder i7 CPU. Als Tablet ist es ideal für den Transport, während der Laptop das Arbeiten am Schreibtisch ermöglicht. Wir erwarten viel von Google in Bezug auf die Technologie, die auf den Tablets angeboten wird, und im Moment sind wir wirklich zufrieden. Wir bemerken das Erscheinen eines Fingerabdrucklesers, der auf der Entriegelungstaste platziert ist. Die Erkennung erfolgt in weniger als einer Sekunde. Auch die Tonqualität wurde verbessert. Das ist auch gut so, denn die alten Modelle glänzen eindeutig nicht durch ihre Klangqualität. Die Version mit dem Intel Core i5 Prozessor ist mit 8 GB Arbeitsspeicher und 128 GB Speicherplatz ausgestattet und für den professionellen Einsatz immer noch ausreichend. Wenn Sie es jedoch für die Fotobearbeitung oder die Erstellung von Grafiken verwenden möchten, müssen Sie auf die Intel Core i7 Version aufrüsten. Mit dem Heat 10X feiert die Marke ein starkes Comeback. Obwohl es sich nicht nur um ein Tablet, sondern um ein Convertible Tablet handelt, bietet Chuvi ein gutes Qualitätsprodukt. Sein 10 Zoll Bildschirm ermöglicht ein einfaches und korrektes Ablesen. Mit einem Gewicht von nur 500 Gramm bleibt das Tablet schlank und bietet einen hochwertigen Prozessor. Es gibt einen Intel Gemini Lake N4100 Prozessor, der mit einer Graphics 600 Grafikkarte der neuesten Generation kombiniert ist. Keine große Leistung, aber genug für den Bürogebrauch, zum Surfen im Internet und zum Speichern von Multimedia. Ausgestattet mit Windows 10 bleibt das Chuvi komfortabel und verfügt über ausreichend Speicher. 6 GB RAM und 128 Speicher stehen dem Tablet zur Verfügung. Dieses stilvolle Modell setzt auf einen Apple-Look mit deutlicher Inspiration durch das iPad Pro. Eine eckige Optik und abgerundete Kanten sind Elemente, die bereits bei älteren Modellen zu finden waren. Diese Anlagen machen ihn jedoch robust. Mit einem großen, länglichen 12,4 Zoll Bildschirm und einem schönen, schlanken Design ist es nicht immer einfach zu halten, besonders für kleine Hände. Auf der Rückseite unterscheidet sich die Ästhetik ein wenig von dem, was wir zu sehen gewohnt sind. Der Dual-Fotosensor ist nun in demselben vertikalen schwarzen Band untergebracht, auf
auf dem auch der S-Pen magnetisiert ist. Und obwohl es sperrig aussieht, passt er dank seiner Dünnheit und seines Federgewichts von 575 Gramm sehr gut in eine Tasche. Das Tab S7 Plus verfügt über einen Super AMOLED HDR 10 Plus Bildschirm von über 12 Zoll. Mit einer Bildwiederholrate von 120 Hertz ist es sehr angenehm, durch das Web zu scrollen, zu lesen und auch zu spielen. Kurzum, der Bildschirm ist einfach einer der schönsten auf dem Markt. Der Fingerabdrucksleser befindet sich unterhalb des Bildschirms und kann einfach konfiguriert werden. Der S-Pen wird direkt mit dem Tablet geliefert und wir freuen uns, dass die Latenz des Stifts deutlich geringer ist als bei früheren Modellen. Noch genauer, er kann jetzt 4096 Druckstufen erkennen. Was die Fotos angeht, ist das eine ziemlich gute Sache. Der Dual-Sensor verfügt über ein 13-Megapixel-Hauptobjektiv und ein 5-Megapixel-Ultraweitwinkelobjektiv. Auf der Vorderseite befindet sich ein 8-Megapixel-Sensor, in der Mitte einer der Längsseiten. Mit dem Tab S7 Plus können Sie auch in UHD 4K mit bis zu 30 FPS aufnehmen. Was schließlich die reine Leistung angeht, hat Samsung nicht an der Qualität gespart. Es gibt einen extrem leistungsstarken Snapdragon 865 Plus Prozessor. Der Prozessor ist mit 8 GB RAM ausgestattet, dadurch ist alles einfach und alle Anwendungen sind möglich. Dies ist ein iPad mit geraden Kanten und leicht gewölbten Ecken. Die dünneren, regelmäßigen Kanten passen auf alle vier Seiten des Tablets. Die Frontkamera ist an der oberen Kante versteckt. Es handelt sich jedoch nicht um eine True-Depth-Kamera. Es wird also nicht möglich sein, die Gesichtserkennung zu verwenden. Der Retina-Bildschirm weist eine Diagonale von 10,9 Zoll auf. Es hat eine Anti-Reflexions- und oleophobe Anti-Schmutz-Beschichtung. An der Kante des Tablets ist der Touch-ID-Fingerabdrucksleser zu sehen, der auf die Power-Taste zukommt. Ein weiteres Highlight, iPad OS 14. Flüssig, schnell und reaktionsschnell die gesamte Bedienung, ist schmerzfrei. In Sachen Kraft und Leistung können Sie auf den A14 Bionic Chip zählen, der auch die aktuellen iPhone 12 ausstattet. Man könnte auch sagen, dass alles schneller geht, vor allem dank der Lernfähigkeit der Neural Engine, die versucht, alle ihre Anwendungen zu optimieren. Kurz gesagt, jedes Spiel läuft reibungslos und ohne Verzögerung. Schließlich, was das Foto betrifft, finden wir auf der Rückseite einen 12-Megapixel-Weitwinkelsensor mit Smart HD, um die Wiedergabe der Fotos noch weiter zu verbessern. Im Großen und Ganzen ist das Rendering korrekt. Der Frontsensor mit 8 Megapixel erlaubt es, gute Selfies zu machen, aber auch in 4K mit bis zu 60 FPS zu filmen. Das Tab hat eine Aluminiumrückwand, eine schön verarbeitete Oberfläche, die einen angenehmen Griff und weiche Berührung bietet. Die Rückseite ist so gestaltet, dass der einzigartige Fotosensor in einer ausreichend dicken Insel untergebracht werden kann. Der 10,8 Zoll Bildschirm ist auf LCD-Technologie beschränkt. Die Qualität des Panels ist ausgezeichnet, aber nicht perfekt. In puncto Leistung integriert das Tablet einen Kirin 990 Prozessor in Kombination mit 6 GB RAM. Der Chip ist derzeit der leistungsstärkste der Marke. Sie ist sehr leistungsfähig und ermöglicht eine flüssige, schnelle und verzögerungsfreie Nutzung. Alle Videospiele funktionieren perfekt. Es wird auch möglich sein, sich für Foto- und Videobearbeitung und Retusche zu entscheiden. Auf der Fotoseite schließlich bietet der hintere Sensor schöne, detailreiche Aufnahmen. Was den Frontsensor betrifft, so ist das noch ein bisschen anekdotisch. Allerdings können Sie damit in 4K mit bis zu 30 FPS filmen. Und das war's auch schon wieder. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, klicken Sie auf den blauen Daumen. Ich erinnere Sie daran, dass Sie alle Produkte in der Beschreibung verlinkt finden können. Vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren und auf die kleine Benachrichtigungsblase zu klicken, damit Sie keins unserer nächsten Videos verpassen. Diesen Worten wünsche ich Ihnen einen schönen Tag und hoffentlich bis bald. Auf Wiedersehen.